Das geht für mich nicht. Oh, oh, oh. Nein, kein Duckface. Will ich nicht. Es ist 7 Uhr in der Früh und ich fahre heute nach Linz zu einem Farbseminar. Um 10 Uhr geht's los. Heute werde ich mich fortbilden. Und das Ganze findet im Salon Bachmeier statt. Das ist ein dreitägiges Seminar, Sonntag, Montag, Dienstag. Ich hoffe doch sehr, dass ich was Neues dazulerne. Es ist immer wieder interessant, von neuen Farbtechniken zu hören und mehr ins Detail zu gehen bei der Farblehre. Und man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben. Also ich bin mir sicher, der Bernhard wartet schon. Der Bernie ist gleich da. Ich sitze schon im Auto auf dem Weg nach Linz. Wir sind gleich da. Wir sind jetzt beim Hotel angekommen und in 50 Minuten beginnt das Seminar. Super. Hallo, ist morgen. Zum morgen. Morgen. Ja, genau, wir sind früh dran. Wir sind schon. Super, super. Echt jetzt? Mir ist aber mein Lift aufgefallen. Okay. Es sind schon alle da. Es ist mein Lift, oder? Gibt es einen Stieg hier auch, oder? Hey. Also, ob man klopft, ob es ist, wärmt, keine Ahnung. Wir müssen aufhören mit den Inhalten, gell? Bescheid. Keine Sorge. Modelle sind jetzt da und der Bernie und ich werden dir einmal gleich die Haare färben. Und zwar sind ihre Haare jetzt noch etwas dunkel, also so ein richtig dunkles Braun. Und wir wollen so ein bisschen in einen Karamellton. Wenn ich es einmal schaffen würde, meine Haare selber so zu föhnen. Dann wirst du nicht schaffen. Friseurin bist du auch keine. Wird nicht hängen haben. Das ist echt cool. Schön. Hallo, Madame. Hello, Beauty. Krass, oder? Ja. Da wird jetzt fett geschultet hier. Da muss noch ein kleines Spiel vorher drüber gehen. Yeah. Die waren schwarz, die Haare. Das geht für mich nicht. Nein, kein Duckface. Will ich nicht. Thank you.
jetzt geht's wieder ab nach Wien, nach Hause. Bin jetzt wieder in Wien zurück und wir haben beim Farbseminar ein ganz interessantes Thema angesprochen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, warum kriegen wir weiße Haare? Woran liegt das? Davor würde ich jetzt noch gerne die Frage stellen, warum ist unser Haar überhaupt farbig? Und zwar liegt das am Melanin. Das ist ein Farbstoff, der in unseren Pigmentzellen gebildet wird und direkt ins Haar transportiert wird. Im Laufe der Zeit wird kein Melanin mehr ins Haar transportiert, sondern nur noch so kleine farblose Luftbläschen. Warum werden auf einmal nur noch Luftbläschen ab einem gewissen Zeitpunkt ins Haar transportiert und kein Melanin mehr? Woran liegt das? Daran. H2O2. Wasserstoffperoxid. Das H2O2 ist daran schuld, dass unser Melanin nicht mehr ordentlich gebildet werden kann und statt Melanin Luftbläschen ins Haar transportiert werden. Ich werde euch das jetzt noch etwas genauer erklären. Das H2O2 mischen wir nicht nur in fast jede Haarfarbe, sondern produzieren wir auch selbst. Unser körpereigenes Enzym Katalase sorgt dafür, dass das H2O2 wieder gespalten wird in Wasser und Sauerstoff und somit kann die Melaninproduktion ganz normal weiter funktionieren. Im Laufe der Zeit durch Übersäuerung des Körpers und abgeschwächter Katalase wird das H2O2 immer stärker. Irgendwann einmal ist das H2O2 so stark, dass der Farbstoff Melanin nicht mehr gebildet werden kann. Also das H2O2 killt uns unser Melanin und kann auch nicht mehr abgebaut werden, weil die Katalase einfach zu schwach ist. Somit wird kein Melanin mehr gebildet und es werden statt dem Melanin, das eigentlich ins Haar transportiert werden sollte, nur noch Luftbläschen ins Haar transportiert. Deswegen werden unsere Haare weiß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unbedingt abonnieren und hier das Video vom letzten Mal. Bye, bye.